Heyo, es geht weiter mit Let's Play Tales of Graces. Beim letzten Mal haben wir uns hier im LF-Forschungslabor umgesehen und ich denke, wir haben die Hälfte vom Dungeon durch. Und dann schaffen wir heute hoffentlich die andere Hälfte. Wir haben ein bisschen was gehört von Little Queen. Mal schauen, ob wir da noch mehr zu hören bekommen. Ich habe gerade einen Feind übersprungen. Eigentlich wollte ich doch alle Feinde mitnehmen, unserem LF-Mixer aufzuleveln. Ach, na gut, komm her. Komm her, Feind! Wir brauchen Aua. Die Kämpfe um Aua, Aua, Aua. Oh mein Gott. Hey. Wahrscheinlich ließe sich der Mixer schneller aufleveln, wenn ich irgendwelche schwachen Feinde einfach bekämpfen würde. Nach dem Kampf wird er dann gekocht. Aber wenn hier eh gerade Feinde sind, wo wir unterwegs sind, nehmen wir halt die mit, ne? Never give up. Ach, das ist auch so ein schönes Endding zu den dreien. Schön, schön, schön. Eigentlich müssen wir die Party ein bisschen durchwechseln, damit wir von allen mal so die Endgespräche haben, oder? Wir nehmen mal... Das Team hat man, glaube ich, auch selten, oder? Weil ich hab, glaube ich, fast nie Malik und Pascal gleichzeitig drehen, weil es für mich beides so, Magier sind. Und ich eigentlich nie zwei Magier auf einmal in der Party habe. Das ist schon wieder eine Kiste, wo wir nicht hinkommen. Das Spiel ärgert mich. Das Spiel ärgert mich. Hier ist noch eine Kiste. Elfmixer aufgeladen. Ja, warum ist hier schon wieder ein Speicherpunkt? Wir hatten eben gerade einen. I never dreamed Emerald would be involved with all this. If she were still alive, she might have been able to help us resolve the situation. Hey, wait a minute. Sai doesn't know Emerald's dead, does he? Emerald told him to take care of things while she was gone. He's probably been waiting for her the whole time. I thought he needed to know, so I told Sai what happened to Emerald. Sophie. I said she won't come back, and he won't see her again. He seemed to understand. I wonder if he's capable of understanding death. Sophie's words are clear. She won't come back, and he won't see her again. Although that's not all there is to it. No, that's not all. Death also brings an enduring feeling of loss that takes hold in the hearts of those who continue to live on. It makes me wonder if Sai's capable of such emotion. I doubt it. An enduring feeling of loss for those who remain. I wonder if that's what I'm starting to feel. This murky fog building up in my chest. Oh, Sophie. It's strange how they can preserve records from 1,000 years ago in a machine like this. Truly impressive. Sophie was born around the time these records were made, and she's been alive ever since. Such a long time. It makes it easier to understand her desire to become human, and her desire to not be left behind. I feel the opposite. Whenever age takes its toll on me, I yearn for the power to stop time. Oh my gosh, I would love to be able to stop time! So even you feel that way, Pascal? Heck yeah! Whenever I get dirty, I think about stopping time so I won't get any dirtier. Then I'd never have to take a bath! When you say things like that, your suitors may start to lose interest in you. Suitors? What suitors? What? Hey, Hubert, why don't you answer? Me? Why do I? I mean, for me, see, that's not particularly a problem. Of course not. We all know you're... Addicted to her aroma, right? Ew. What? What? Ich glaube... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hubert... Nein. Okay, dieses Kind hat mich verwirrt. Okay, jetzt sind wir... Moment, jetzt sind wir auf der Seite von den Trümmern. Aber müsste dann nicht hier unten meine Schatzkiste sein, an die ich nicht kam? Aber da komme ich... was auch immer. Was auch immer... Wir gehen einfach die Wege weiter, die wir sehen, und wenn nicht, dann nicht. Was? Ach, vergesst's einfach. Was ist da oben? Oh.
It looks like this place is the control room. Let me try something. What is that? It's completely different than Aphinia's Lestalia. It's like it's alive. Something's wrong. Get back, quickly! Pascal! What's going on? Everyone, look out! I've never seen anything like it. It's coming! Get ready! Stand! Ich muss gestehen, dass ich keinen Bosskampf jetzt erwartet habe so schnell. Ich dachte echt, wir haben meistens den halben Dungeon durch und jetzt kommt die andere Hälfte, dann hätte ich eine Party genommen mit einem Heiler drin. Also ich meine, ich bin ein Heiler, ich bin Hubert. Wupp, wupp, ich kümmere mich um die Heilung. Ich krieg das hin. Au, 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 ich wurde unterbrochen beim Heilen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Captain Malik, okay. Oh, nicht Captain Malik, Richard war das, wow. Ich bin selbst fast tot. Vielleicht soll ich mich mal selber heilen? Okay. Ach, Hubert, du heilst so viel. Es ist unglaublich. Richard, okay. Oh, okay. Gut, Curry, meinetwegen. Ich hätte gerade einfach nur... Oh, okay. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach ein Traubengummi und stopfe es Pascal in den Rachen. Hier, Pascal. Hubert gibt dir Heilung. Das passt doch, nicht wahr? Oh. Das würde ich übertun, ja. So. Okay, jetzt habe ich mich nochmal gehalten. Jetzt hauen wir hier mal ein bisschen drauf, ne? Damit der mal ein bisschen Schaden bekommt und dann... Jo, ist das auch ganz schnell erledigt. Ganz schnell erledigt. Komm schon, du hast doch schon fast gar keine KP mehr. Du bist doch schon so gut wie... Oh. Vor allem so gut wie tot. Captain Malik? Nicht Captain Malik. Warum denke ich ständig, es wäre Malik? Also ich muss sagen, wenn ich so auf die Schnelle da hinten hingucke, haben sie ähnliche Bilder. Sie sind beide hellhaarig. We did it. What was that? I don't know, but one thing is quite clear. Something's wrong with Fodor's core. But with the device broken, I don't know if we'll find out more. Pascal, any ideas? Oh, I know! Why are you pawing at that humanoid? I want to access any information it recorded while it was still functioning. Your little queen sample is most appreciated. Are you sure this will allow us to finally defeat Lambda? Yes, it will be the final piece in Protos Haces' creation. Please don't be hasty with your investigations, Everard. We don't even know what the little queen is. We mustn't jump to conclusions. Well then... Perhaps you would rather sit back and wait for Lambda's monsters to destroy us all. Don't be ridiculous. Yeah, who wants that? Why do you think I decided to summon you in the first place? A very wise decision it was on your behalf. No one must know about the Little Queen situation. Don't worry, I understand.
Believe me, I promise you, the last thing I want to do is start frightening everyone. Fodra, tell me, what is it that you want? What was all that? Looks like it took place before Sophie was born. So the little queen was actually that girl inside of the core? That appears to be the case. But the question is, who is she? Exactly. And why does she remind me so much of Sophie? I don't know her. What is going on? I don't understand it. Emerald said the data from the little queen would complete Protos Haste. Protos Haste. That was my old name. I think we better move this discussion outside. Wait! I want to grab the data from that other humanoid! Pascal, hurry! Oh no, now what? Look at that. Is that her? Who are you? We don't want to fight you! Asper! Stay back, Sharia! Oh no! How did you... Child of Fodra. Huh? She can speak. Come to me. Watch out, Sophie. Watch out! Everyone move! Pascal! Almost there! And done! Sophie! Come on! Let's get out of here! Daten, visuelle Daten einem Humanoiden im LF-Forschungslabor entnommen und das ist gerade viel mehr Action, als ich erwartet habe. Kiste, oh mein Gott. 100 Gold, ja, okay, ich laufe ja schon, oh meine Güte. Alles fliegt in die Luft, überall sind Laserstrahlen. Ah, okay, falscher Weg. Okay, warte, wie kann ich kämpfen währenddessen? Ob das so klug war jetzt? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Scheint ganz normal zu. Joa. Ja, gut. Ich finde es ein bisschen komisch, dass da Laserstrahlen kommen anstatt Trümmer. Oder greift Little Queen uns mit den Laserstrahlen an? Das könnte natürlich sein. Ja. Falls ja, ist ganz schlecht im Zielen. Dubidubidu. Einfach nicht stehen bleiben. Dann ist alles gut. Fahrstuhl? Zum Glück schießt sie im Fahrstuhl nicht auf uns. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hinrenne. Ich hoffe, es gibt nur einen Weg. Moment, hier waren wir schon. Wir rennen gerade im... Oh mein Gott. Rennen wir gerade im Kreis? Rennen wir gerade... Hallo, Speicherpunkt. Oh, funktioniert nicht mehr. Okay. Ach, vielleicht geht es jetzt da unten raus. Aber jetzt haben wir ja dieses Ventil gar nicht gebraucht. Ventil? Das Gasding. Ihr wisst schon, das vom letzten Part. Was im letzten Part? Erst war im letzten Part. Oh, das zur Hölle. Oh, ja, ist klar, Spiel. Wie?
Wie? Okay, ich verstehe. Bisschen abwarten, ein bisschen die Seiten wechseln und dann geht das schon. Oh, ja, ne? Und was macht ihr so? Wow. Okay. Objekte. Was haben wir denn Schönes? Ja, mal so ein bisschen KP heilen. Das ist nicht ganz, ist nicht verkehrt. Wow, was zum... Ja. Ich habe alles im Griff. Alles, Paladin. Das ist gerade schlimmer, als der Bosskampf war. Au. Okay. Wir haben doch bestimmt richtig krass, mega krasse Items. Aber nichts, was alle heilt. Gibt's in diesem Spiel nichts, was alle heilt? Ich bin enttäuscht, Tales of Graces. Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht. Au. Ai. So, Richard. Richard heilen. Richard ist geheilt. Gut. Also die Harpien wieder. Die hätten wir noch gar nicht im Land. Die waren ja nur in der Stadt, waren die. Ich glaube ja doch in der Stadt waren sie. Bin ein bisschen arg. Bisschen arg verletzt. Curry, okay. So, ihr beiden, wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen hier schnell raus. Kann ich jetzt Menü? Oh mein Gott, danke. Okay. Ich brauche Sharia. Und... Na, passt schon. Passt schon. Okay. Get on board! Thanks, Richard. You're lucky you aren't dead. I agree. That was extremely foolish, my brother. Regardless, he's safe. But who was that girl? I don't know, but she feels somehow familiar. Sophie? What is it? Hurry, Pascal! We're not safe yet. We're not? There are flowers here as well.
It reminds me of the meadow and lot. It's weird. These flowers. I don't know, it's like I'm looking at a painting or something. I know what you mean. We're surrounded by nature, and yet it feels very unnatural. How goes the shuttle? Think we can take off soon? Yeah, no. Sai's working on it, but it's gonna take a while. Hey, Sophie! Try not to wander off. She's calling me. She wants me to come this way. Are you still hearing voices? For what it's worth, I don't think she's imagining it. Well, we've got some time. Let's take a look around while Sai works on the shuttle. Okay, wir gucken uns ein bisschen um, während Sai das Shuttle repariert. Allerdings würde ich jetzt eigentlich gerne beim nächsten Mal tun, da ist ein Speicherpunkt. Wunderbar. Na, schon repariert? Das Shuttle wird immer noch repariert. Oh, ein Objektladen. Schön, kaufen und ein Gasthaus. Ich glaube, ich möchte sogar wirklich mal schlafen. Gute Nacht. Einfach, weil wir ziemlich eins auf die Mütze bekommen haben von diesen ganzen Laserstrahlen. So, es sind wir wieder geheilt. Sehr schön. Emerald said Fodra had been destroyed completely. And yet, even after everything, this was here all along. Looking back, Emerald tried to merge with Lambda and gain his power in order to bring new life to Fodra. But Lambda refused her, despite her wishes. And her efforts were for naught, as new life had already taken hold. I feel sorry for Emerald. Yeah. Have you forgotten that Emerald planned for Sophie to sacrifice herself in order to destroy Lambda? And that she was the main cause of Lambda's pain in the first place? How can you feel for her? I do. I sympathize with her being forced into making such a cruel decision. Maybe we can honor her memory by seeing this world through to a brighter future. So very, Asbel. Yes, but that's what I love. Aw. Malik hat echt seinen Spaß in diesem Zukunftspart. So, beim nächsten Mal werden wir dann also die Gegend erkunden. Also dann. Ciao, ciao.